Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen ab. Geht es in eine neue Rutsche RonTV und welche Themen wir heute auf der Pfanne haben, das sagt Ihnen Marcel. So ist es. Heute wurde ganz viel kontrolliert, aber auch beschlossen. Außerdem widmen wir uns dem Thema bezahlbares Wohnen, bezahlbarer Wohnraum in Heidelberg, aber auch in der Umgebung. Und wir kümmern uns noch um ein Top-Talent im Eishockey, und zwar in Mannheim. Oder bald vielleicht auch nicht mehr in Mannheim. Das alles sehen Sie jetzt bei Ron. Durch die aktuell immer wieder steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus heißt es auch immer häufiger eine Pflicht für eine Mund-Nasen-Bedeckung. Und das wird auch kontrolliert. Der Vollzugsdienst hat das nun mit der Polizei zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz gemacht, an einem sogenannten Maskenkontrolltag. Und wir waren in Frankenthal dabei. Maske auf bitte, denn wenn nicht, dann drohen 50 Euro Bußgeld oder zumindest eine mündliche Mahnung von Ihnen hier, dem kommunalen Vollzugsdienst und der Polizei. Denn an Bushaltestellen, in Warteschlangen, Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sind Masken Pflicht. Und heute am Maskenkontrolltag wird genau das geprüft. Der Auftrag besteht heute, die Leute noch mal zu sensibilisieren, aufgrund der ansteigenden Fallzahlen, die zu verzeichnen sind. Einfach um die Leute noch mal darauf hinzuweisen, dass die Maskenpflicht ein wichtiges Kriterium ist, dem Coronavirus vorzubeugen. Ein Maskenkontrolltag. Was halten denn die Bürgerinnen und Bürger so davon? Finde ich gut, ja. Weil viele so leichtsinnig damit umgehen. Ich finde es gut, um die Umsetzung zu überprüfen und auch das Bewusstsein bei jedem Menschen dafür zu schärfen. Ich finde es in Ordnung, weil es leider doch viele Mitbürger gibt, die leider die Maske nicht aufziehen. Und deshalb sind Rumpf und sein Team heute seit 9 Uhr unterwegs, um genau diesen auf die Schliche zu kommen. Ich sehe gerade, Sie stehen hier ohne Maske. Sie müssten hier, wenn Sie hier anstehen, und auch Sie als Betreiber, das spielt keine Rolle. Es bleibt aber bei einer Verwarnung. Ein Bußgeld droht diesen beiden hier vorerst nicht. Hallo, hatten auf dem Bus Maskenpflicht. Und wie kam die Verwarnung so an? Ich wusste zwar, dass Maskenpflicht halt so wegen in Bus und in Zug ist, aber dass man die selbst an der Haltestelle anziehen muss, wusste ich jetzt nicht. Das wissen offenbar viele nicht. Hier im Haltebereich muss die Maske getragen werden. Ja? Aber auch sie zeigt sich verständnisvoll. Aber ich habe gedacht, es sind jetzt nicht viele Menschen da. Ich wusste jetzt nicht, dass man jetzt, wenn wenig Leute da sind, auch Maske tragen muss. Viele Ermahnungen, aber auch viel Verständnis für die Maskenpflicht, sodass der Kontrolltrupp heute kein Bußgeld verhängen muss. Also die Erfahrung hier in Frankenthal hat gezeigt, dass der Großteil der Bevölkerung sich dran hält. Natürlich gibt es, wie in allen anderen Bereichen, auch Leute, die sich nicht dran halten. Und da müssen wir halt entsprechend vorgehen. Für heute ist kein größeres Vorgehen mehr nötig. Der Tag hat gezeigt, dass das Maskentragen bei den meisten längst Normalität ist. Was es natürlich für viele Bürger schwierig macht, ist, dass es unterschiedliche Handhabungen in den Bundesländern gibt. Die versuchen nun, einheitliche Linien zu finden und einen Flickenteppich zu vermeiden. Zumindest hat man sich darauf geeinigt. So berichtet es die dpa, dass es ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten gibt. Ja, das gelte dann bundesweit. Aber wie sehen die Tourismusexperten die aktuelle Lage in Deutschland? Darlin Jonasson hat mit einem gesprochen. Herr Dellnitz, Sie sind Vizepräsident des Deutschen Tourismusverbandes. Und als allererstes wüsste ich eigentlich gern von Ihnen, ob Sie da noch durchblicken durch diesen aktuellen Flickenteppich, den wir gerade in Deutschland haben? Nein, auch uns fällt es schwer. Und wenn es uns schon schwer fällt, dann wird es den Gästen allemal schwer fallen. Das ist zurzeit eine herausfordernde Zeit, nicht nur Corona-bedingt, was das Thema Hygienemaßnahmen angeht, sondern auch das Thema, wie verhalte ich mich wo und wo kann ich wie hinreisen und was muss ich dabei beachten. Das stimmt. Wie wirkt sich das auf die Reisebranche aus? Es ist ja möglich zu reisen und es ist auch möglich, gut zu reisen. Und man kann sich auch in unseren Hotels sehr wohlfühlen. Aber es ist natürlich gerade jetzt aktuell in dieser Situation besonders schwer, noch einen Überblick zu haben und zu sagen, was muss ich eigentlich beachten und wohin kann ich reisen, was ist Risikogebiet und was bedeutet es dann wiederum für mich und für die Rahmenbedingungen. Wäre es Ihnen lieber, dass es da eine einheitliche Regelung gibt, die dann gegebenenfalls auch strikter wäre, aber zumindest einheitlich? Das glauben wir schon, weil ich kann einerseits verstehen, dass es Bundesländer gibt, in denen die Pandemie nicht in der Form ausgeprägt ist, wie es in manchen anderen Bundesländern der Fall ist. Aber bedenken Sie mal oder setzen Sie sich mal in die Situation eines Reisenden,
der unterscheidet nicht und Gott sei Dank macht er auch keine Differenzen zwischen dem einen oder anderen Bundesland. Und so gesehen wäre es einfacher und sinnvoller, wenn man diesen Grad der Verunsicherung loswerden könnte, indem es eine einheitliche Regelung gibt, auf die man sich verlassen kann. Selbst wenn sie am Ende etwas restriktiver gehandhabt wird, dann ist es trotzdem für alle einheitlicher, weil es einen kleinen gemeinsamen Nenner gibt, auf den man sich geeinigt hat, mit dem man auch besser zurechtkommen kann. Denken Sie, es wird so kommen oder wird es beim Flickenteppich bleiben? Das ist die Rede des Deutschen Tourismusverbandes schon seit langer Zeit, darum zu bitten, dass man einheitlich denkt, dass man versucht, ganz Deutschland in dem Bereich, wie man auch mit dem Thema Reisen umgeht, gleich zu behandeln. Aber es ist schon sehr anstrengend. Aber wir werden dessen nicht müde, weil wir glauben, dass die Situation insbesondere jetzt gerade zeigt, wie wichtig es ist, einheitliche Regelungen zu schaffen. Es kann sicherlich sein Gutes haben, dass durch den Föderalismus jedes Bundesland ein Stück weit eigene Regeln aufbaut. Aber wenn es um das Thema Reisen, Reiseverhalten angeht, warnen wir davor, weil es verunsichert zutiefst unsere Reisenden. Und das sorgt am Ende dafür, dass weniger gereist wird. Und das wollen und können wir alle nicht zulassen. Wir sind mal gespannt, wie es kommt. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Vielen Dank. Ob man nun in der Stadt oder auf dem Land wohnt, das hängt letzten Endes nicht nur von Vorlieben ab, sondern ist oftmals auch eine Frage des Geldes. Zwischen Heidelberg und Gaiberg beispielsweise, da liegen gerade mal noch nicht mal 10 Kilometer, aber irgendwie doch auch Welten. Wie es dort in der Wohnungssituation aussieht und auch was die Gemeinden tun, um Wohnraum zu schaffen, darüber berichtet Max Peter in unserer Serie Stadt vs. Land. Die Werbegemeinschaft Mannheim City präsentiert Ihnen City vs. Village, der große Stadt-Dorf-Vergleich. Ein Ausflug nach Mannheim lohnt sich immer. Auf der ganzen Welt ist sie bekannt. Für ihr Schloss, ihre romantische Altstadt, auch für die älteste Universität Deutschlands, die Stadt Heidelberg. Doch wer hier wohnt oder wohnen will, muss häufig tief in die Tasche greifen. Die Mieten sind hoch, die Nachfrage ist groß. So groß, dass viele Interessenten häufig keine bezahlbare Wohnung finden. Wir haben in Heidelberg eine Wohnbedarfsanalyse gemacht, die im letzten Winter abgeschlossen wurde. Und da haben wir genau auf diese verschiedenen Personengruppen geblickt, um zu sehen, wer hat denn wirklich ein Problem. Und da haben wir festgestellt, dass wirklich die Jungen, die nach Heidelberg kommen wollen, sei es beispielsweise zum Studieren oder auch für eine erste Berufstätigkeit, dass es denen zwar nicht besonders gut ergeht, aber dass die immer noch, ich sag mal, innerhalb der belastbaren Grenze bleiben und meistens etwas finden. Leider nicht immer in Heidelberg, manchmal auch im Umland. Die passende Unterkunft in einer Stadt wie Heidelberg zu finden, wird nach der Studienzeit sogar noch problematischer. Dann, wenn der nächste Lebensabschnitt anklopft. Wenn Sie dann in die Familiengründungsphase gehen, dann klappt es meistens ganz am Anfang auch noch. Wenn dann aber die Kinder kommen, dann wird es schwieriger und insbesondere, wenn das zweite Kind kommt, haben wir festgestellt, dann wird das Problem eklatant. Dann reicht normalerweise die Wohnung auch beim besten Willen nicht mehr aus, dann hilft auch Zusammenrücken nichts mehr. Und das ist tatsächlich auch der Bevölkerungsteil, den wir in Heidelberg am stärksten ans Umland verlieren. Zum Umland Heidelbergs gehört auch Gaiberg. Rund 2400 Einwohner leben in der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, leben auf dem Land und in 15 Minuten in der Heidelberger Altstadt sein, das reizt die Menschen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist demnach auch hier hoch, genauso wie die Preise fürs Wohnen. Also wir erschließen jetzt gerade ein Baugebiet und habe jetzt in der vergangenen Woche einen Bauplatzpreis festgelegt. Und durch die Nähe zu Heidelberg, also haben wir jetzt wirklich ein sehr hoher Preis, also wir haben fast 500 Euro, 495 Euro kostet der Quadratmeter Bauland jetzt im Neubaugebiet. Wir haben trotzdem, also wir haben 44 Bauplätze und 200 Bewerber. Wie viele sich jetzt aber allerdings nach dem Preis jetzt drauf bewerben, muss man jetzt einfach mal schauen. Aber klar, in der Stadt ist es natürlich nochmal um einiges teurer. In Heidelberg wird aktuell kräftig gebaut. Neue Stadtviertel und Parkanlagen wie das Mark Twain Village entstehen. Ganz nach dem Motto von Mark Twain selbst: Natürlich kümmere ich mich um die Zukunft. Ich habe vor, den Rest meines Lebens darin zu verbringen. Dennoch gilt in vielen Großstädten und dem nahegelegenen Umland hohe Mieten, fehlender bezahlbarer Wohnraum. Was tun? Bezahlbar wird Wohnraum, wenn wir Wohnraum endlich umwidmen. Die Bankfilialen, die zumachen, die Geschäfte, die zumachen, die sind massiv Flächen, oft in der Innenstadt. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Vielleicht muss man auch endlich mal mehr sozialen Wohnungsbau betreiben und abgefahren, aber die meisten wohnen in der falschen Wohnung. Das heißt, die einen, die zu klein ist und die anderen, die deutlich zu groß ist. Es bleibt ein umstrittenes Thema. Doch eines ist vielen klar, bezahlbares Wohnen ist nicht nur für jeden Einzelnen eine Existenzfrage, sondern auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig. Wo immer Sie leben, leben Sie wohl.
Und jetzt ab in die Quadrate, wo auch immer Sie zu Hause sind. Ein Ausflug in die City Mannheim lohnt sich immer. In unserer Bürgermeisterserie sind wir heute bei Volker Haddad und zwar dem Bürgermeister von Lustadt. Also wir hatten eben schon unsere kleine Serie Stadt versus Land. Sagen Sie mal, was sind die Vorzüge Ihres Örtchens? Ja, unsere Vorzüge unseres Örtchens, wir haben eine Einwohnergröße von 3400 Einwohner. Wir haben eine hervorragende ärztliche Versorgung, also wir haben 4 praktizierende Ärzte vor Ort. Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir haben eine Apotheke, wir haben 2 Zahnärzte. Rundum gesagt, ein aktives Vereinsleben. Das ist so der kleine Werbeblock für Lustadt. Und sag ganz einfach, Lustadt ist hier besonders lebenswert, weil wir im Grunde eigentlich alle wichtigen Dinge hier vor Ort haben. Einige wichtige Dinge, aber natürlich auch viele Themen, die Sie und die Bürger momentan beschäftigen. Wir haben heute schon in der Sendung über den ersten Maskenkontrolltag in Rheinland-Pfalz gesprochen. Wie erleben Sie da momentan die Situation? Ja, also hier in dem Alltagsgeschehen ist es natürlich klar, wir Bürgermeister sind ehrenamtlich tätig und tagsüber natürlich in unserem, gehen wir unserem Hauptgeschäft im Grunde eigentlich nach. Aber ich kann von der Seite, was ich so am Wochenende erlebe, Einkaufserlebnis oder am späten Abend, kann ich hier nur sagen, dass wir in der Vergangenheit, also unsere Bürger extrem vernünftig waren, auch andere Bürger darauf hingewiesen haben, wenn die Maske nicht ordnungsgemäß aufgesetzt war, wurden die Leute auch angesprochen. Und das fand ich im Grunde eigentlich sehr prima. Natürlich, klar, es gibt immer wieder Verweigerer oder es gibt Leute, die es nicht ganz so einsehen, die andere Leute in Gefahr bringen. Da denke ich auch an das Personal, ob das jetzt hier beim Arzt oder beziehungsweise an der Apotheke oder hier beim Einkaufen ist. Corona natürlich ein Thema, ein anderes, mit dem Sie sich jetzt nicht nur kurz- und mittelfristig beschäftigen, sondern auch langfristig. Das ist der Klimawandel und die anhaltende Trockenheit. Ja, also in der Vergangenheit war das also so ein Thema, Klimawandel, große Politik. Und man hat dann gesagt, ja, ist wichtig, wir müssen darauf schauen, was können wir eigentlich hier vor Ort machen, wie kommen wir hier weiter. Aber das Thema war irgendwo ein bisschen weit weg gewesen. Jetzt ist aber so, dass der Klimawandel uns extrem stark einholt. Und zwar dahingehend richtig spürbar vor Ort, und zwar in unserem Wald. Also wir haben einen sehr großen Wald und der auch im Grunde eigentlich als Freizeit stark genutzt wird. Also hier sind unsere Jogger, Wanderer und so weiter unterwegs, ist alles hervorragend ausgebaut. Sie sehen jetzt gerade mal ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen aus einem Waldeck, das also hier katastrophal aussieht. Das ist alles in den letzten 2 Jahren passiert. Das heißt also, die Trockenheit, wenn ich dieses Jahr noch mit dazu nehme, die Trockenperiode macht uns extrem zu schaffen, weil man muss an einer Seite wissen, so ein Wald, da muss der unterhalten werden. Und wir haben das in der Vergangenheit immer so hinbekommen, dass man durch den Holzverkauf immer so eine ausgeglichene Zahlkarte haben. Das heißt also, das ging irgendwie auf Null auf. Mal ein bisschen Plus, mal ein bisschen Minus. Aber indem, dass dieses Waldsterben jetzt halt hier so extrem ist, was die Tannennadeln bzw. Die Fichte und die Tanne angeht, die Preise sind total hinüber, weil alle andere auch dieses Problem haben. Das heißt, unser Einkommen, was wir für den Wald eigentlich brauchen und auch für den Unterhalt, stellt uns vor massiven Problemen. Das ist das eine. Das andere ist im Grunde eigentlich die finanzielle Seite. Die zweite Seite ist natürlich, wir wollen unseren Wald erhalten. Wir wollen ihn auch qualitativ erhalten. Und das stellt uns vor ganz neuen Herausforderungen, die wir heute im Grunde eigentlich noch gar nicht wissen, wie man der Sache begegnen sollen. Es gibt Ansätze dazu, es gibt aber keine Experten, die sagen, wenn ihr das macht, dann wird es irgendwie besser. Wir haben in der Vergangenheit circa 2 Hektar Neubepflanzungen gehabt. Früher hat man die Pflanze rausgesetzt, hat es der Witterung überlassen und dann sind die auch angewachsen. Das haben sie heute definitiv nicht mehr. Es bleiben höchstens noch 20% übrig von dem, was man angepflanzt hat. Und der Rest ist eigentlich weg. Befall durch auch Insekten, die neuartige Insekten, die jetzt hier sich auch heimisch fühlen, die man vor Jahren noch gar nicht gehabt hat. Also großes und vor allem auch langfristiges Thema, das es im Grunde genommen gemeinsam anzugehen gilt. Das kann man dann nicht nur lokal
angreifen. Herr Haddad, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Grüßen nach Lustadt. Ja, danke schön. Ihnen auch. Tschüss. Und wir machen einen kurzen Nachrichtenüberblick. Jana Esken fasst zusammen. Gewinn durch Ethanol. Die Mannheimer Firma Crop Energies hat dank steigender Preise im letzten Quartal ein Plus von 31,5 Millionen Euro gemacht. Das liegt nach Angaben des Unternehmens neben den hohen Absatzpreisen an unveränderten Einkaufspreisen für Rohstoffe. Crop Energies ist eine Tochterfirma des Zuckerproduzenten Südzucker. Sie stellt aus Stärke und zuckerhaltiger Biomasse Ethanol her, das hauptsächlich als Kraftstoff verwendet wird. Kultur kostet. Die Kunsthalle Mannheim hat im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 252.000 Euro gemacht. Die Stadt plante bereits 229 Euro Verlust für die Kunsthalle ein. Die 23.000 Euro mehr begründete die Kunsthalle mit Betriebskosten für den neuen Gebäudekomplex. Der Gemeinderat hat die Leitung der Kunsthalle für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet. Aufgrund der Corona-Pandemie rechnet man in diesem Jahr mit einem größeren Defizit. Löwenbaby bleibt länger. Das Reptilium in Landau muss noch warten, bis es die junge Löwin Lea zu ihrem Käufer nach Spanien transportieren kann. Lea lebt vorübergehend im Landauer Zoo, seit sie Anfang September bei einem Autounfall auf der A5 aus einem Tiertransporter gerettet wurde. Aktuell pflegt der Direktor die Löwin. Sie ist noch nicht weg bei uns, weil momentan in Europa ja auch die Behörden zu haben, dank der Corona-Situation oder leider geschuldet der Corona-Situation. Das heißt, wir bekommen keine Transportgenehmigung für Lea, um sie nach Spanien überführen zu können. Da warten wir also täglich drauf und hoffen, dass es bald vonstatten geht, dass er einfach zu ihren Spielkameraden kommt. Das Löwenbaby wiegt inzwischen 14 Kilo und bekommt täglich 1,5 Kilo Fleisch. Ja, das ist eine Nacht, die man so schnell nicht vergisst. Das klingt jetzt ein bisschen schlüpfrig, aber es trifft definitiv zu auf Tim Stützle. In der vergangenen Nacht war nämlich der Draft für die NHL, also die größte Eishockey-Liga der Welt in Nordamerika. Und jetzt ist auch klar, wo seine Zukunft sein wird, die des ehemaligen Adlerspielers, nämlich in Kanada. Maximilian Wendel berichtet. Tim Stützle bringt alles mit, was ein Weltklasse-Spieler benötigt. Das Talent des 18-Jährigen hat sich herumgesprochen. Und deswegen wird Tim Stützle in Zukunft das Trikot der Ottawa Senators in der besten Eishockey-Liga der Welt tragen. Erstmal bin ich einfach unglaublich glücklich, dass es geklappt hat. Ich meine, für die Hauptstadt von Kanada spielen zu dürfen, vielleicht irgendwann mal. Ich glaube, ist einfach schon immer ein Traum auch gewesen. Der sich gestern Nacht erfüllt hat. Aber nicht nur die Tatsache, dass Stützle von den Kanadiern überhaupt ausgewählt wurde, ist ein Highlight, sondern der frühe Zeitpunkt. Von allen teilnehmenden Talenten wurde Stützle an Nummer 3 gezogen. Und damit so früh wie bisher nur Leon Dreiseitel aus deutscher Sicht. Der Stürmer, aktuell Trainingsgast bei den Kölner Haien, wurde erst kürzlich zum besten Spieler der NHL gekürt und gratulierte dem Adlertalent. Ich bin in Kontakt mit Timmy und habe ihn gestern auch angerufen und ihm viel Glück gewünscht und dass alles gut gehen wird. Aber für das deutsche Eishockey ist das natürlich riesig, keine Frage. Eine Frage bleibt aber. Darf Stützle Ottawa direkt weiterhelfen? Zuletzt verpassten die Hauptstädter dreimal nacheinander die Endrunde. Bei den Senators soll Stützle seinen Teil zum Wiederaufbau beitragen. Er ist ein wichtiger Baustein in den Planungen. Allerdings muss er sich noch etwas gedulden. Die neue NHL-Saison soll erst im Januar beginnen. Mitten im Spielgeschehen sind dagegen schon die Handballer hier in Deutschland. Da ist es nur kurz Wundenlecken für die Eulen Ludwigshafen, denn die sind aktuell schon auf dem Weg zur nächsten Partie. Morgen steht die nämlich an. Gestern ging es ja in der eigenen Halle im Derby gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ne? Machen wir gleich? Okay. Wir schauen erst noch auf die, erst noch kurz Verbraucherinformationen. So, und dann sind wir gleich mit den Eulen Ludwigshafen zurück. Naja. Willkommen zurück bei Ron und ich habe eben schon referiert, wo die Eulen Ludwigshafen gerade sind, nämlich auf dem Weg zum nächsten Gegner, nachdem es ja gestern das Derby gab gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das haben sie knapp verloren mit 24 zu 26, aber das war ein Derby, das gehalten hat, was es versprach, nämlich großen Kampf auf beiden Seiten. Und das Team um Benjamin Matschke, das hatte vor den knapp 500 heimischen Fans auch wirklich gut losgelegt. Zwischenzeitlich stand es sogar mal 17 zu 15 für die Eulen, aber letztlich war es dann doch die individuelle Klasse der Löwen und eine taktische Umstellung kurz vor Schluss, die den Unterschied gemacht hatten. Damit so ein Spiel dann für uns eng wird oder gegen so eine Spitzenmannschaft, muss einfach alles passen. Da müssen 7 Meter rein, müssen Konter rein und speziell die Anführungszeichen 80-90% Chancen brauchen wir eine hohe Qualität, wenig technische Fehler.
Und das hat man in den letzten 5 Minuten eben nicht. Und dann ist das einfach dann das logische Resultat, dass sich die Qualität dann durchsetzt. Und wir sprechen mit der Geschäftsführerin der Eulen, Lisa Hessler. Die ist gerade mit dem Team im Bus unterwegs nach Lemgo. Schön, dass das auch klappt mit der Verbindung. Allerdings, zumindest in der Halle, werden Sie auf die Fans verzichten müssen auswärts. Was macht das mit der Ausgangslage? Ja, das ist natürlich schon schade, weil jeder weiß, dass wir auch bei den Auswärtsspielen ganz, ganz häufig viele Fans dabei hatten. Und nichtsdestotrotz wissen wir, dass die Fans uns daheim unterstützen werden, da auch häufig im Papierbühnen zusammen sind. Und ich weiß, dass die Jungs das trotzdem, auch wenn keiner in der Halle ist, wissen werden. Gestern in der eigenen Halle, da waren es ja 500 heimische Fans. Ist das eine Situation, mit der Sie sich grundsätzlich anfreunden können? Zum einen war es definitiv erstmal schön, dass wir mit 500 spielen durften und demzufolge auch doppelt so viel wie bei der Generalprobe. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir daran arbeiten und um jeden Fan kämpfen, um die Zahl auch wieder oder noch weiter erhöhen zu können. Und ich glaube, da war sowohl sportlich als aber eben auch abseits des Feldes gestern ganz, ganz viel dabei, was da hoffen lässt und auch zeigt, dass das Vertrauen in das Event sozusagen gerechtfertigt ist. Ja, jeder Fan bedeutet natürlich auch ein paar Cent mehr auf dem eigenen Konto, also auf dem Vereinskonto. Bob Hanning, der DAB-Vizepräsident, hat gesagt, also bis zum Jahresende wird es keine Insolvenzen im Handball geben. Würden Sie das auch so unterstreichen? Ich finde es schwierig, das pauschal zu sagen, weil mir der Einblick auch in die anderen Situationen der Clubs fehlt. Ich weiß, dass wir von unserer Seite aus da natürlich immer sehr, sehr aufmerksam und demzufolge auch vernünftig sind und bin da schon auch guter Dinge, dass wir da immer Lösungen finden werden. Aber wie gesagt, eine pauschale Aussage zu treffen, ist zumindest mir fern. Stand jetzt natürlich ist der Spielbetrieb eingeschränkt, aber zumindest ermöglicht. Ist das eine Existenzgrundlage? Also es ist definitiv dahingehend eine Existenzgrundlage, dass es sehr schön ist und ich glaube, wer auch gestern das Spiel gesehen hat, beziehungsweise insbesondere die Szene danach gesehen hat, dass da 500 Leute Standing Ovations hatten und die Jungs dann noch 3 Minuten nach dem Spiel auf dem Feld standen und gegenseitig applaudiert haben, da weiß man einfach, was 7 Monate lang gefehlt hat. Dafür lohnt es sich, wie gesagt, dann eben auch jeden Tag zu kämpfen, um das aufrechtzuerhalten. Mit welcher Motivation gehen Sie denn jetzt in dieses Spiel gegen Lemgo Lippe? Auch ich glaube, da müsste ich hinter mich oder vor mich gucken, weil da und Mannschaft für das Sportliche verantwortlich sind. Aber ich glaube, dass wir gestern schon einen guten Schritt nach vorne gekommen sind und natürlich auch an die Leistung anknüpfen wollen. Lisa Hessler, toi 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 für die Partie. Morgen Abend alles Gute für das Team. Gute Reise auch. Danke. Ja, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das Wetter stimmt für die Reise, da ist man im Bus, aber wie es wird in den nächsten Tagen und Impressionen von heute, die haben wir aus Igelheim. Farbenfroh und herbstlich bunt. So sind wir heute in Bühl-Igelheim empfangen worden. Die verbandsfreie Gemeinde gehört zum Rhein-Pfalz-Kreis und befindet sich ca. 23 Kilometer südwestlich von Mannheim. Unser Kameramann ist heute zum Glück trocken davon gekommen. Denn was hier im Hintergrund so schön plätschert, ist der Wäscherinnenbrunnen. Und natürlich kann man auch in Bühl-Igelheim wunderschöne und liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser bestaunen. So wie dieses hier aus dem Jahr 1761. Wer noch mehr bestaunen möchte, der sollte definitiv mal im alten Rathaus vorbeischauen. Hier befindet sich das Heimatmuseum. Und was der Wetterfrosch für die kommenden Tage sagt, sehen Sie jetzt. Am Donnerstag müssen wir im Ronnland zunächst mit etwas Regen rechnen. Im Tagesverlauf bleibt es dann aber verbreitet trocken und auch die Sonne ist wieder öfter mit dabei. Immerhin sind so bis zu 3 Stunden Sonne möglich. Von Worms bis Heppenheim lockern die Wolken leider kaum auf. Die Temperaturen steigen kurz, aber spürbar an. Bis zu 19 Grad sind in Wörth am Rhein und Germersheim mit Sonnenunterstützung möglich. Der Wind weht weiterhin recht kräftig. Am Freitag kommt von Hessen her wieder etwas Regen auf. Es bleibt aber noch recht mild. Am Wochenende reicht uns kühle Polarluft und die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach unten. Neben einzelnen Schauern scheint dazu aber auch immer wieder die Sonne. Schiedwetter. Egal, wenn das Telefon klingelt, aufmerksam sein. Das hat ein Mann jetzt auch tatsächlich getan und möglicherweise so tatsächlich ist er einem Betrug entgangen. Hat nämlich gemerkt, auf der anderen Seite des Telefons, da ist jemand, der ihm offensichtlich Geld aus der Tasche ziehen will. Als falscher Polizist nämlich. Er hat eine gute Frage wohlgestellt, die der andere nicht beantworten konnte. Und so hat er aufgelegt. Wir legen auch auf. So soll es sein. Bis morgen. Tschüss.